Herzlich begrüßen möchte ich Herrn Peter Böhringer, Mitglied des Deutschen Bundestages, Mitglied des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages und haushaltspolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion und Mitglied in unserem Kreisverband am Werk Neumarkt. Herzlich willkommen, Herr Peter Böhringer. Ja, grüß Gott, guten Morgen, liebe Freunde und auch Kritiker der AfD, das sage ich immer dazu. Ihr müsst nicht alle Freunde sein, wichtig ist, dass ihr zuhört. Herzlich willkommen, freut mich sehr, dass ein so voller Saal ist. Wunderbar, vielen Dank an die Organisation. Und ich gebe euch gleich noch einen weiteren Anlass, warum wir eigentlich mit Sekt anstoßen. Ihr sollt ja nicht auf mich anstoßen, sondern ihr sollt ja auf Anlässe anstoßen. Es gibt mehrere Anlässe, aber der offensichtlichste ist natürlich 10 Jahre AfD. Ja. Und ebenfalls bereits vollendet ist 10 Jahre AfD Bayern. 10 Jahre AfD, 10 Jahre Kampf gegen Lebenslügen. Das ist eigentlich das, unsere Existenzberechtigung, unsere Raison d'être. Warum gibt es die AfD? Und ich glaube schon, dass es bei den meisten von euch auch so ist und so war, dass ihr gefühlt habt, schon vor vielen Jahren, viele vielleicht sogar schon vor mehr als 10 Jahren, dass hier was nicht stimmt. In ganz vielerlei Hinsicht, natürlich im Euro- und EU-Thema, das war unser Gründungsthema, aber es war nicht das Einzige. Ich selbst tummel mich ja schon seit über 20 Jahren in dieser eurokritischen Szene und sie war immer schon durchsetzt, auch mit Leuten, die andere Kritiken an BRD, Politsystem und Gesellschaftssystem geäußert haben. Das war nicht nur der Euro, das war nicht nur der Supranationalismus, der sich über die EU dann Bahn gebrochen hat und die schleichende Souveränitätsverlust. Es war auch damals schon eine Energiepolitik, die in die falsche Richtung ging, war damals schon Thema. Es war natürlich auch schon das Thema falsche und zu schnelle Zuwanderung. Das war alles schon da, lange vor 2013 und auch vor 2015, als dann die Dämme wirklich gebrochen sind. Wir hatten die Schuldenpolitik, die falsche Geldpolitik. Manche haben das Geldsystem schon lange vorher kritisiert, nicht nur den Euro. Und natürlich der Mehltau der Political Correctness, der damals auch schon immer da war und der heutzutage ja unerträglich ist. Man darf ja fast nichts mehr sagen. Teilweise darf man in der AfD und speziell ich bin ja auch noch Bundesvorstand, alles, was ich sage, wird ja der Partei zugerechnet. Da muss man wirklich aufpassen. Deshalb darf ich weniger sagen als die AfD insgesamt, als Sie. Und Sie dürfen, weil Sie Parteimitglieder sind oder Funktionäre, sogar noch etwas weniger sagen als der Normalsterbliche da draußen. Und selbst der Normalsterbliche muss inzwischen aufpassen. Und das ist alles, sind alles Zeichen, dass es in die falsche Richtung geht. Und manche Leute haben das schon relativ früh gespürt. Also das war alles schon da, auch wenn es vielleicht Professor Lucke gar nicht so bewusst war 2013, als er die Partei am Euro-Thema gegründet hat, dass da noch viel mehr im Argen liegt. Heute wissen wir noch viel mehr die Lügen, die Irrationalität, die Irrationalität zum Beispiel auch von Auslandseinsätzen der Bundeswehr, die wir immer klarer sehen. Die Corona-Lügen waren ehrlich gesagt undenkbar 2013. Das hätte nicht mal ich mir vorstellen können, dass es in der Form läuft. Die CO2-Klimareligion gab es auch schon. Das ist uralt, das Thema. Die erste Weltklimakonferenz war 1995. Dann kam Kopenhagen 2009, auch noch vor AfD-Gründung. 2015 die Konferenz von Paris, in der dann diese ganzen völlig künstlichen Modellziele festgeklopft wurden, die heute überall in jeder zweiten Rede und jedem zweiten Gesetz im Bundestag eine Rolle spielen. Das ist alles irre. Es basiert auf einer Modelltheorie, die völlig irrational ist. Niemand kann sagen, was durch unser Verhalten, durch unser autochthones, menschengemachtes CO2 in Deutschland oder gar in der Oberpfalz irgendwie sich in 80 Jahren am Weltklima ändern wird. Wenn man es überhaupt glaubt, diese Modelltheorie, dann bewegen wir uns da im Tausendstel oder Zehntausendstel Nachkommabereich Grad Celsius. Es ist nichts, es ist alles irrational, es ist eine sektenhafte Entwicklung und am Ende des Tages werden Milliarden und Abermilliarden dadurch auf die Straße gebracht. Das war in der Form 2013 schon erahnbar. Den ersten Artikel, den habe ich wirklich überschrieben können, ist immer noch im Netz, CO2-Religion, habe ich 2009 verfasst. Da war das schon erkennbar. Also der Begriff geht wirklich auf mein Copyright zurück. Ich bin jetzt nicht sonderlich stolz drauf, dass es so weit kam. Damals war das massiv satirisch übertrieben mit dieser Überschrift. Inzwischen ist das der Status quo. Das ist alles Wahnsinn. Planbürokratie. Und das sind die Lügen und Lebenslügen, die uns alle schon lange schon sehr lange bewegt haben. Und sie haben sich ja dann 2013 gegründet. Wir haben uns gegründet. Ich weiß nicht, ob hier noch ein Gründungsmitglied
von irgendeinem unserer KVs im Saal sitzt. Outet sich da vielleicht jemand? Ich glaube, es gibt ein paar. Mal die Hände heben. Ja, natürlich die wichtigen Menschen, Claudia, der Kollege Magal. Jetzt weiß ich nicht, ob ich alle gesehen habe. Da sind noch, ja natürlich, Entschuldigung. Ja, also es gibt hier Gründungsmitglieder. Vielen Dank dafür schon. Aber ich habe das Lucke da 2012, 13, 14 auch schon gesagt. Ich habe ihn unterstützt, ohne am Anfang Mitglied zu sein, weil ich ihn kannte schon jahrelang und nicht unter ihm arbeiten wollte, weil ich wusste, da gibt es ein Persönlichkeitsproblem irgendwann. Außerdem wollte ich nicht in die Politik in dieser Form. Aber der Grund, der Parteigründungsgrund war unterstützenswert und Lucke hat am Anfang durchaus alles richtig gemacht. Und 10 Jahre AfD bedeutet eine unglaubliche Gründungsleistung. Es ist wahnsinnig schwierig, in diesem Land eine Partei erfolgreich aufzuziehen. Und die AfD war die erste konservative oder rechte, oder ich sage mal rationale, man muss ja nicht rechtsnational sein, man muss rechtsrational sein heutzutage, die erste nationale, rationale, konservative Parteigründung seit 1949 in der BRD. Die erste erfolgreiche, wir sind hier, um da zu bleiben, und das haben alle anderen nicht geschafft. Die Frage ist natürlich jetzt, was ist denn nun gute Politik für Deutschland? Was wäre gute Politik? Und da gehen die Meinungen sehr weit auseinander. Es gibt keine Partei, die derart viele Coaches hat, Berater, Berufene und Unberufene, die uns gerade im Bundesvorstand, aber überall auf allen Ebenen Ratschläge geben. Ist ja auch okay. Ich lese jede Bürgerzuschrift und da gibt es viele gute Ideen. Das Problem ist, dass nicht alle umsetzbar sind und dass sie sich teilweise auch widersprechen. Sehr oft kommt, ihr müsst doch Realpolitik machen. Ihr müsst realpolitisch von der heutigen Situation ausgehen und dann müsst ihr Lösungen aufzeigen. Das ist so das, was man typischerweise erwartet, was auch oft kommt. Und ich sage dazu, ja, natürlich ist das so. Klar, man kann nicht im luftleeren Nirvana Politik machen, das ist ja genau das, was wir den Grünen vorwerfen. Aber man muss erst in ganz vielen Bereichen die Fehlentwicklungen aufarbeiten, die uns erst dahin gebracht haben. Wenn wir das nämlich nicht machen, dann gibt es massive Wiederholungsgefahren an allen Ecken und Enden. Und deshalb ist so wichtig, dass man feststellt, und das ist keine Besserwisserei, wer, wann, warum, mit welchen Motiven was falsch gemacht hat. Und das heißt jetzt nicht, dass man alles umkehren kann, aber in vielen Bereichen besteht halt die Wiederholungsgefahr. Zum Beispiel, das frappierendste Beispiel ist die Corona-Politik. Die Pandemiegesetze, die veränderten, sind nicht abgeschafft. Das kann mit einem Fingerschnippen des Gesetzgebers, das ist immer noch Karl Lauterbach, jederzeit reaktiviert werden. Und dann ist es halt Corona 24 oder die Beulenpest 26. Und das wird alles in unsere Richtung, kann gezogen werden. Auch Euro-Rettungen, unser Gründungsthema, kann jederzeit wiederholt werden. Der ESM, der ja eigentlich 2012 so unser echter Initiator war, der Katalysator der Parteigründung, damals schon 500 Milliarden schwer, was unvorstellbare Summen waren damals, ist wiederholt worden. Schon 2015, seitdem laufen die EZB-Anleihekäufe, was auch faktisch eine Banken- und Bilanzrettung ist, mit inzwischen Summen, die den ESM um Faktor 10 in Schatten stellen. Es ist also noch massiv größer geworden. Ich komme nachher vielleicht noch zu ein paar Bundesbank-Bilanzdaten, die auch sehr interessant sind. Also die Euro-Rettung, es muss aufgezeigt werden, dass es schief lief, dass es nicht wirklich funktioniert hat, dass man im Prinzip nur eine lebende Leiche namens Euro entlangzieht seit 2013, 10, 13. Es wäre damals schon vorbei gewesen, wenn man es ganz genau, dann war es schon 2007 vorbei, als die Tagezahlen aufgewachsen sind. Und trotzdem wird bis heute gerettet, als gibt es kein Morgen. Es gibt inzwischen offene Gemeinschaftsanleihen, offene. Das ist nach Maastricht-Verträgen explizit verboten. Offene Gemeinschaftshaftung im hunderte Milliardenbereich. Wir sind demnächst im Billionenbereich. Und das sind alles Dinge, die immer wieder grundlegend abgelehnt gehören. Sonst besteht Wiederholungsgefahr. Und beim Euro ist es offensichtlich, es gibt ja bereits diese Wiederholung. Bildungsmisere, der Kulturmarxismus in der Bildung, in der Gesellschaft, überall. Wenn man es ihnen nicht benennt, und wir tun das, wir sind die Einzigen, die es tun, dann wird es halt immer weiter getrieben. Sie treiben es immer weiter. Ja, und dann ist halt die Frage, reicht denn Aufklärung an vielen Stellen? Da sage ich, nein, wir müssen an der Stelle wirklich radikal sein, im Sinne von Radix, die Wurzel, an die Wurzel der Ursachen gehen. Wenn man die Ursachen aufgezeigt hat, dann gibt es Bereiche, nicht alle, es gibt ein paar Ausnahmen, bei denen muss man wirklich sagen, wir müssen um 180 Grad uns drehen.
Und das ist immer problematisch für Konservative, weil der Konservative will ja bewahren. Konservare heißt bewahren. Bewahren. Und wenn man was bewahren will, dann ist es ja das Gegenteil von einer 180-Grad-Wende, einer Revolution. Das will man ja gerade nicht. Der Konservative macht eigentlich keine Revolution. Das Problem ist, wir sind in einer Situation, in der die Revolution von oben gemacht wird, in der alle Werte, die man eigentlich bewahren will, kaputtgeschlagen werden. Sowohl die ideellen, als auch die gesellschaftlichen, als auch die industriellen und so weiter. Und wenn das alles kaputtgeschlagen wird, ja gut, dann muss man den Leuten in den Arm fallen. Ich habe ja schon einige Bereiche aufgezählt. Die CO2-Klimareligion ist eine Religion mit fatalen Folgen, De-Industrialisierung. Ich bin sicher, wir werden heute noch über Heizungen sprechen, irgendwo in der Fragerunde über Heizungsaustausch. Und natürlich ist das auch alles eine Folge der CO2-Klimareligion. Solche Falschtheorien haben Falschkonsequenzen. Am Ende muss man die Theorie aufarbeiten und den Leuten sagen, ihr spinnt. Ihr spinnt, es ist einfach nicht wahr, was ihr hier uns vorrechnet. Wenn ihr noch so viele Tausende von Wissenschaftlern bestochen habt, seit über Jahrzehnten schon, die irgendwie behaupten, CO2 sei ein Gift und ein Klimagiftgas, für was in 80 Jahren uns alle umbringen wird. Es stimmt nicht. Wir wissen das schon seit 15 Jahren, wir haben das x-mal widerlegt auch. Es ist rein quantitativ Blödsinn und es ist sogar, die Modelltheorie ist nicht belegt und qualitativ ist noch nicht mal der Treibhauseffekt in dieser Form über CO2 belegt. Es ist nichts davon belegt und trotzdem wird es ins Feld geführt. Was wir nicht bestreiten, ist eine gewisse Erwärmung der Erdatmosphäre. Die gibt es aber schon ziemlich lang, die gab es in der Erdgeschichte immer und immer wieder. Ist nichts Ungewöhnliches, das ist nicht unbedingt autochton bedingt, also menschengemacht. Aber das sind alles Dinge, die dürfen nicht mehr offen diskutiert werden. Hier gibt es Dogmen. Es ist religiös vergöttert, dieses Thema. Und da wird wirklich, abgesehen von der Zuwanderung, die zweite schlimme Ursache unserer Probleme ist, ist das Thema, was uns völlig verändern wird, was diese Gesellschaft deindustrialisieren wird, was Sie alle, ich muss es auch heute so aussprechen, verarmen wird, mit wenigen Ausnahmen. Das ist wirklich übel. Und deshalb brauchen wir eine 180-Grad-Wende. Und deshalb ist der Konservative, und wir sind konservativ, an der Stelle kein Revolutionär, obwohl er vielleicht revolutionär wider Willen ist. Wir verhindern eine Revolution, wenn wir es denn irgendwann noch schaffen, und zwar eine Revolution in die falsche Richtung von oben. Sie sehen ja mit, Sie sehen ja auch an ganz aktuellen Beispielen, wie irrational es wird. Wir haben ein neues Selbstbestimmungsgesetz. Das ist vor 2-3 Tagen im Entwurf in Umlauf gekommen, ist noch nicht im Bundestag angelandet. Solche Dinge laufen immer so, dass sie erstmal ausgewählte, wohlwollende Pressevertreter bekommen. Also die Regierungspresse oder die Altparteienpresse bekommt das zuerst, diese Dinge. Und dann wird es getestet, funktioniert es, ertragen das die Leute, finden die das okay. Und da steht jetzt drin, dass jeder von Ihnen einmal im Jahr sein Geschlecht ändern darf. Das Problem mit solchen Spinnereien, und ich werde das Wort heute sicher noch öfter brauchen, das Problem ist, dass ja jeder sich auf seine Weise, ihm mögliche Weise blamieren darf. Jeder darf sich ändern und es mag Leute geben, bei denen wirklich in der Psyche oder vielleicht auch mal im absoluten Ausnahmefall, einer von der Million vielleicht, wirklich auch die Biologie nicht ganz sauber austariert ist und es nicht eindeutig männlich-weiblich ist. Das gibt es. Will ich nicht in Abrede stellen, aber es kann nicht sein, dass eine ganze Gesellschaft von diesen völligen Randphänomenen, die es immer gab und die sich dem Politischen entziehen eigentlich, dass die solche gesellschaftsverändernden Konsequenzen haben. Und das ist wirklich so. Sie dürfen ab sofort jemanden nicht mehr dead nehmen. Sie dürfen ihn, auch wenn er ein Mann ist, sich jetzt aber als Frau bezeichnet, nicht mehr als Mann bezeichnen. Das heißt, sie werden staatlich gezwungen, mit dem Monopol der Staatsgewalt zu lügen. Es ist ein Mann, völlig eindeutig, nach Chromosomen und in aller Regel auch noch nach Geschlechtsmerkmalen. Setzt sich eine Perücke auf, behauptet, er ist eine Frau und er muss als Frau bezeichnet werden. Sonst zahlen Sie, das ist kein Witz, 10.000 Euro, wenn Sie sich da fehlverhalten. 10.000 Euro. Das wird die Gesellschaft verändern. Geht natürlich auch andersrum, also nicht falsch verstehen. Es geht in beide Richtungen. Und es gibt Ausnahmen. Immerhin, man hat gemerkt, weil sich die Frauensportler so massiv beschwert haben, dass man jetzt doch irgendwelche sogenannten, also biologische Männer, echte biologische Männer, wenn sie noch so sehr sich als Frau gerieren, nicht gegen Frauen antreten lassen darf. Das war ein harter Prozess, aber es hätte den kompletten Profisport kaputt gemacht, weltweit. Und deswegen nimmt man das jetzt weltweit aus. Und die zweite Ausnahme, und da stößt sich jetzt die Wolke
an der realen Machtpolitik und an der Kriegspolitik. Denn wenn Sie als Mann sich als Frau bezeichnen wollen, dann dürfen Sie das nicht tun, direkt vor oder im Verteidigungs- oder Kriegsfall. Da sind, aber da und nur da sind sogenannte Cis-Männer wieder gefragt, also echte Männer, mit allem, was dazugehört, wie auch immer man dazu steht. Ich will das jetzt nicht werten an der Stelle, aber wie absurd ist es, wenn man an seiner eigenen absurden Gesetzgebung eine Ausnahme machen muss, damit man in einem existenziellen Frage wie Krieg und Frieden dann doch wieder irgendwo zu einem Normalzustand kommt. Also das ist reale Politik, mit der wir uns in Berlin herumschlagen müssen zurzeit. Das wird in den Bundestag kommen. Ich bin selbst gespannt, welche Ausnahmen da noch reingeschrieben werden. Es gibt ja noch ein paar mehr. Aber das ist irre. Der Begriff woke ist ja die englische Übersetzung von erwacht. Also awoken, erwacht, das ist wirklich die Übersetzung. Und das erinnert doch dann manche Leute an erwachet, der Wachturm. Das ist diese Liga, ja. Das ist das Zeichen irrationaler Sekten. Und deshalb sage ich, wir müssen überall zurück zur Rationalität, zur Stabilität, zur Ehrlichkeit, inzwischen sogar zur Naturwissenschaftlichkeit. So weit haben es die Irren in Berlin getrieben. Und vielleicht sollte man hinzufügen, also mit dieser Ansicht sind wir nicht revolutionär. Wir wollen halt zurück zu einer normalen Welt. Aber diese normale Welt war vielleicht vor 30 Jahren, länger ist das nicht, nicht 80, wie uns immer unterstellt wird, sondern eben 30. Das ist ein Riesenunterschied. Wir wollen nicht zurück in totalitäre Zeiten, wir wollen nicht zurück in irrationale, selbst hochideologische und religiöse Zeiten. Auch die DDR hatte ihre Religion, das war natürlich die unantastbare Unfehlbarkeit des Kommunismus, des weltweiten Kommunismus, und natürlich hatte auch das Dritte Reich seine unfehlbaren Visionen von der Überlegenheit einer gewissen Rasse. Das will niemand. Das ist alles irre, das war genauso irre. Und heute, und Vergleiche darf ich nicht machen, aber es ist kein Vergleich, es ist nur ein Aufzeigen einer Fehlentwicklung. Wir laufen in Richtung Irrationalität, wir wollen keine 80 Jahre zurück, aber 30 vielleicht dann doch, denn so lange ist zumindest die Klimareligion schon unterwegs. Also, und natürlich auch der Euro, denn auch der Maastricht-Vertrag hat voriges Jahr 30-jähriges Jubiläum gefeiert. Also die Dinge sind alle so ungefähr in dieser Zeit aufs falsche Gleis geraten. Ich glaube, selbst wenn Sie jetzt alt genug sind, die wenigsten von Ihnen waren in den 80er oder frühen 90er Jahren irgendwo auf der Straße, da gibt es ganz wenige, die damals schon grundlegend dagegen waren. Es gab zwar schon einen Versuch vom Bund Freier Bürger Mitte der 90er Jahre, der auch schon gegen den Euro angehen wollte, aber da war er immerhin schon auf Kiel gelegt, es gab den Maastricht-Vertrag schon und man hat halt versucht, diese Dinge zu stoppen, bevor es überhaupt so weit kam. Das war aber zu abstrakt, außerdem gab es das Internet noch nicht und deshalb haben der Bund Freier Bürger, obwohl das gute Leute waren, Starbatti und andere, am Ende nicht geschafft. Gut, also der Bürger braucht Wahrheit, Vernunft, Stabilität, faire Rahmenbedingungen. Der Mittelstand und der Bürger brauchen keine Subventionen. Wir brauchen das nicht, in der normalen Welt nicht. Wir brauchen auch keine Lügen und Schönfärbereien. Wir können auch mit unangenehmen Wahrheiten umgehen. Aber was wir halt nicht brauchen, sind Inflation, und darauf läuft das Ganze hinaus, weil Inflation sowohl bei Ihnen privat als auch bei Unternehmen jede Planungsrechnung verunmöglicht, um mal etwas aufs Wirtschaftliche zu kommen. Und das sind wir beim zweiten Jahrestag. 2023 ist der 100. Jahrestag der deutschen Weimarer Hyperinflation 1923. Das ist jetzt kein schöner Jahrestag, wirklich nicht. Und die Kulmination, der Höhepunkt der Hyperinflation war ja erst im November 1923. Aber der Vorlauf ging wirklich los mit dem Versailler Vertrag 1920. Die Inflationsraten 1919, 20, 21 waren schon ungefähr in der Größenordnung, die wir heute haben, und sind dann relativ schnell höher gewachsen. 20, 30, 40%. Markus Krall hat heute ein Interview ins Netz gestellt, wo er diese 30% pro Jahr, wohlgemerkt, im Zuge der nächsten Bankenrettung, und die könnte durchaus noch passieren, da können wir in der Fragerunde drauf eingehen, prognostiziert. Das ist nicht auszuschließen, ich will jetzt keine Angst machen, aber auch das ist 100 Jahre her und Inflation ist eine Lösung, in Anführungszeichen, von Politikern für schlechte Politik. Man kommt da raus. Und faktisch haben wir das ja schon. Wir haben derart schlechte Politik, die wäre längst abgewählt, wenn man sich nicht sämtliche Presse, sämtliche Stakeholder, sämtliche Vereine, sämtliche NGOs kaufen könnte und deren Vorstände. Genau das geschieht 10.000-fach. Es ist wirklich so. Diese Leute werden gekauft, die Einheitsmeinung wird gekauft und wir sind halt diejenigen, die uns noch nicht haben kaufen lassen und die deshalb noch dagegen anschreien.
Und man kann verdammt viel mit so viel Geld machen. Wie viel Geld ist es denn? Also allein, nehmen wir mal nur, damit es ein wenig greifbarer wird, die Deutsche Bundesbankbilanz. Die ist eine Annäherung, die Bilanzsumme der Bundesbankbilanz, für die Geldmenge, die so im Umlauf ist und die am Ende dann doch in erster Linie unsere Inflation determiniert. Zurzeit sind das auch Dinge wie Krieg, dazu komme ich gleich noch, aber es ist primär eigentlich immer die Geldmenge. Wenn die Geldmenge über Gütermenge wächst oder das Geldmengenwachstum größer ist als das Gütermengenwachstum, dann gibt es per Definition Inflation. Das ist unvermeidlich, das kann höchstens mal eine Zeitverzögerung geben oder es kann durch deflatorische Effekte aus anderen Gründen überlagert werden, aber am Ende ist das die Urursache von Inflation. Und die Bundesbankbilanz, heute sind wir bei Billionen, 100 Milliarden. Das war die Zahl 1971 mit dem Stopp oder der Aufgabe des Goldstandards. Bis 1971 hatten wir den noch, auch in Deutschland. Die D-Mark war fix an Dollar gekoppelt, der Dollar fix an eine Goldunze. Und damit war die D-Mark fix an eine Goldunze gebunden, eine bestimmte Grammzahl pro D-Mark damals. Und ich habe es extra nochmal nachgeschlagen, weil die Zahl hatten wir dann doch nicht im Kopf. 1971 war die Bundesbankbilanz 90 bis 100 Milliarden Euro. Das heißt, die Verzehnfachung von 100 auf etwa 1 Billion, 2013-14 dann, hat 42 Jahre gedauert. Die absoluten Werte sind sowieso hanebüchen, aber selbst die prozentualen Werte steigen immer schneller. Das ist Inflationspotenzial und wenn man dann das Gold dazu sieht, es gibt ja auch was von Substanz auf der Bundesbankbilanz. Das Einzige, was Substanz hat, ist Gold. Das ist wirklich das Einzige. Seit 1971 war das anders. Sogar sämtliche Auslandsdevisenreserven, die wir hatten in Dollar oder in Pfund oder in Escudo, was es damals noch alles gab, oder Peseta oder Lire oder Drachme, war alles indirekt Gold gedeckt, alles. Das heißt, selbst die Devisen, Bankpapiere, sogar Kredite in diesen Währungen waren faktisch Gold. Das heißt, 1971 hatten sie nicht ganz, aber annähernd 100% Substanz auf der Bundesbankbilanz. 2013-14, als wir hier angefangen haben, ich habe es extra mal nachgerechnet, waren es noch etwa 12% der Goldwert. Und ich habe ja selbst mich persönlich lange mit dem Thema Gold, Staatsgold beschäftigt und sogar ein Buch dazu geschrieben, das können Sie ja auch anschauen heute. Also 2013-14 waren immer noch 12% der Bundesbankbilanz faktisch Gold. Und heute sind es nur noch 6%. Das heißt, die Bilanzqualität wird immer schlechter und auch das ist ein Zeichen bevorstehender Inflation. Alles nicht gut, wird alles irgendwann schief gehen, ist historisch immer schief gegangen. Und ja, weitere Gründe sind eben dann neben der Geld- und Inflationspolitik die Energiepolitik und dann auch die Kriegspolitik. Das ist noch ein Sonderthema. Ludwig Erhard, und der ist ja nur wirklich unverdächtig, kein AfD-Mitglied in den 1960ern, hat er ein Zitat gebracht, und da kann ich jetzt also CDU zitieren: Die Inflation kommt nicht über uns als ein Fluch oder als tragisches Geschick, sondern sie wird immer durch eine leichtfertige oder sogar verbrecherische Politik hervorgerufen. Er hat es ausgesprochen, er hat das Wort verbrecherisch gesagt. Wenn ich das heute sagen würde, als Zitat darf ich das, dann wäre es im Verfassungsschutzbericht. Das wäre Delegitimierung der Regierung. Ja, das ist so, ja. An dem Beifall sieht man ja schon, Sie wollen den Klartext, Sie wollen klare Worte. Ich muss Ihnen wirklich sagen, in meiner Position zwischen, ich darf weniger sagen, als ich vor 10, 20 Jahren sagen durfte, als freier Publizist. Und erst recht in diesen Zeiten, in denen das freie Wort immer weniger erlaubt wird. Also Wahnsinn. Deshalb kann man mit Zitaten sich immer ganz gut helfen. Ernest Hemingway hat sich auch schon beschäftigt mit dem Thema. Der erste Ausweg einer schlechten und opportunistischen Regierung ist die Inflation. Der zweite ist Krieg. Beide bieten einen vorübergehenden Scheinwohlstand, aber beide bringen auch eine dauerhafte Ruine. Und das ist das Gefährliche dran, wenn man sich in Krieg und oder Inflation begibt. Übrigens, um noch ein Zitat zu bringen, Axel Weber, ein früherer Bundesbankpräsident, hat ganz ehrlich, historisch korrekt mal gesagt, Zentralbanken wurden gegründet, um die Kriegsfinanzierung sicherzustellen. Und das war so. Die sind alle 1913, 14 zum ersten Mal gegründet worden, die Zentralbanken moderner Prägung. Die Bank of England und andere sind älter, das stimmt. Aber bis 1914 im klassischen Goldstandard hat das keine Rolle gespielt. Die hatten keine Macht, die waren alle physisch in Gold gebunden und konnten nicht beliebig Geld schöpfen. Das hat sich 1913, 14 geändert und es hat sich dann relativ schnell weltweit geändert und 1971 war es völlig vorbei.
Und es war am Ende schon zum Ersten Weltkrieg Kriegsfinanzierung. Auch der Zweite Weltkrieg ist natürlich massiv auf Pump finanziert worden von allen Seiten. Hitler hat Mefo-Wechsel rausgegeben. Die Amerikaner und die Alliierten haben auch sehr viele Kriegsschulden und Kriegsanleihen rausgegeben. Und das hat sich auch nach 1945 nicht geändert. Praktisch jeder Krieg wird massiv auf Pump geführt. Tja, und natürlich auch solche Kriege, die wir zu unseren machen, die wir zu unseren eigenen machen, wenn Frau Baerbock sagt, we are fighting a war against Russia. Oder wenn wir 100 Milliarden Euro Sondervermögen angeblich für die Bundeswehr auflegen, von dem wir inzwischen, und es ist ja nur ein halbes Jahr her, ganz genau wissen, dass es eben kein Bundeswehr-Sondervermögen war, sondern dass es ein Ukraine-Sondervermögen war. Praktisch jeder Euro, der aus diesem Topf bis jetzt ausgegeben wurde, ist direkt oder indirekt, meistens indirekt, in die Ukraine geflossen, in Form von Bundeswehrwaffen aus unserem eigenen Arsenal, mit ihren Steuergeldern bezahlt über Jahrzehnte oder eben sogar direkt in Form von Geld aus der Bundeskasse oder aus der EU-Kasse. Das ist alles Etikettenschwindel in jeder Hinsicht. Das war auch der Hauptgrund, warum wir abgelehnt haben, abgesehen davon, dass dieser Krieg nicht unser Krieg ist und schon gar nicht unser Verteidigungskrieg. Ja, also ich bin ganz dankbar für diesen Beifall, weil ich weiß, es gibt auch andere Meinungen in der AfD, aber sie sind Minderheitenmeinungen. Es sind nur noch 10-20%, die wirklich glauben, dass wir eine Situation vergleichbar in den 1970ern haben. Der Sowjetkommunismus will die Weltherrschaft. Und wenn wir den Russen jetzt in der Ukraine, eigentlich im Donbass, nicht stoppen, dann wird er morgen am Rhein und übermorgen in Portugal stehen. Das sind ja ich bin so aufgewachsen. Ich bin im kommunistenfressenden Haushalt aufgewachsen. Ich habe das auch lange geteilt. Bis 1991 war das auch meine Meinung. Aber die UdSSR ist Geschichte. Und eigentlich haben weder Jelzin, auch Putin, nicht die alte kommunistische Ideologie aufleben lassen. Ich weiß, dass diese Meinung vertreten wird, auch in der AfD, aber ich halte sie nicht mehr für zeitgemäß und sie ist eine ganz klare Minderheitenmeinung. Wir haben eine andere Situation als 1975. Also Inflation, um es nochmal wirtschaftlich auszudeklinieren, Krieg ist Inflationstreiber auf zwei Seiten, denn die Gütermenge vernichtet er. Es ist zum Glück zwar im Moment, muss man beten, nicht bei uns der Fall, sondern im Moment in der Ukraine. Aber es wird unglaublich viel Wert vernichtet. Eine Panzerproduktion ist nicht wertschöpfend, wenn man von den Arbeitsplätzen da irgendwo bei Rheinmetall absieht, aber das ist minimal. Wenn man davon absieht, ist es nicht wertschöpfend, wenn man was produziert, was im nächsten Moment kaputtgeschossen wird. Das muss eigentlich jedem einleuchten. Und umgekehrt ist Schuldenpolitik zur Finanzierung dieses Krieges auf der Geldmengenseite natürlich massiv geldmengentreibend, ohne dass dem eine erhöhte Gütermenge gegenübersteht. Und das ist natürlich auch inflationstreibend. Das heißt, es gibt keinen schlimmeren Inflationstreiber als Krieg. Und deshalb macht mir das besonders Sorgen, weil wir ja die aktuelle Inflation auch schon vor dem Ukraine-Krieg hatten. Wir hatten wegen der CO2-Religion schon im Januar 2022 100% Inflation beim Gaspreis zum Beispiel. Und da hat eigentlich der Markt nicht wissen können, dass es in einen heißen Krieg eskaliert. Trotzdem gab es bereits diese Strom- und Gaspreisexplosion. Und auch wenn es im Moment etwas runtergegangen ist, weil der Winter so warm war, und auch aus ein, zwei anderen Gründen, weil wir unglaublich viel amerikanisches LNG-Gas einkaufen, das über viele Jahre gefördert ist. Dieser Strom wird sich gar nicht auf Dauer aufrechterhalten lassen, selbst wenn wir die Kapazitäten in den Häfen haben. Das sind nämlich teilweise sehr alte Vorräte, die hier jetzt gerade verkauft werden. Deshalb ist der Preis so tief. Und ja, im Moment kommt auch genügend rein. Im Sommer braucht man sowieso nicht so viel. Aber vertrauen Sie mal nicht darauf, dass das so bleibt. Das wird am Ende verstromt werden müssen, auch wieder LNG, auch wieder Gas. Egal, wo es herkommt. Weil wir ja die Kernkraft abgeschaltet haben. Das ist ja schon mal einer der wichtigsten Punkte. Kohle soll abgeschaltet werden, ist zwar zurzeit nicht der Fall, man will aber mit aller Gewalt runterfahren. Die Verrückten fahren runter. In Hamburg, Moordorf oder wie das heißt, haben sie gerade ein hochmodernes Kohlekraftwerk gesprengt, das wunderbar hätte Strom erzeugen können, sauberer als fast überall auf der Welt. Man sprengt es. Und die Grünen sind auch gerade dran, die letzten drei Kraftwerke, die ja vor ein paar Wochen abgeschaltet wurden, endgültig zu vernichten, ohne jede Not. Das ist alles völlig, ja, ich muss vorsichtig sein mit den Adjektiven, aber es ist in jedem Fall schädlich für Deutschland. Und ja, Pistorius, um nochmal dazu zurückzukommen, nimmt also in Kauf, dass unsere Wirtschaft schweren Schaden nimmt.
Das geht am Ende in Form von Staatsleistungen ab bei Krankenhäusern, bei Schulen, bei Kindergärten, bei Sozialleistungen. Krieg ist also nicht nur grausam, sondern auch asozial. Und Herr Pistorius veräppelt auch alle, wenn er hier sagt, das sei für die Bundeswehr diese Milliarden. Und wir haben allein in den letzten 4 Wochen 12 Milliarden für die Ukraine freigeben müssen. Natürlich gegen die Stimmen der AfD, wir haben dagegen gestimmt. Pistorius hat zwar behauptet, es geht in die Bundeswehr, aber da kommt nichts davon an. Und außerdem, wenn es dann ankommt, ist es relativ schnell wieder in der Ukraine. Und außerdem hieß der Titel im Haushalt, aus dem das finanziert wurde, Ertüchtigung von Partnerstaaten. Das klingt jetzt nicht gerade so, als ob wir es in die Bundeswehr geben würden. Bundeswehr darf meiner Meinung nach nur zur Landesverteidigung da sein. Das ist völlig klar. Und deshalb sollte man schon auch mal sagen, wer schickt uns denn hier eigentlich in den Krieg? Oder noch, zum Glück noch nicht uns, aber unser Geld und unsere Waffen. Und wenn es schlecht läuft, irgendwann auch noch Söldner. Es ist nicht unser Krieg. Wer macht das denn? Das müssen ja irgendwie Leute sein, die total überzeugt sind. Aber die obersten Bellizisten müssen nie in den Krieg. Ich habe das auch an anderer Stelle schon gesagt. Man muss sich an der Stelle schon mal vor Augen halten, wer das ist. Da gibt es die Ungedienten, wie die FDP-Haubitze Strack-Zimmermann. Da gibt es unsere liebe Außenministerin, eine ganz große Scharfmacherin, Baerbock. Die waren natürlich alle ungedient, ist ja klar. Die hat sich jetzt 360 Grad gedreht. Ja, ja, 360, ja. Genau. Es gibt Wehrdienstverweigerer wie Olaf Scholz, Christian Lindner, Robert Habeck. Alle nicht nur ungedient, sondern Wehrdienstverweigerer, ja, das ist nochmal ein Unterschied. Die Leute haben in ihrer Zeit noch eine Gewissensprüfung ablegen müssen, eigentlich sogar vor einer Kommission, das war die Zeit. Wenn man das durchbekommen wollte, so einen Antrag auf Kriegsdienst, Wehrdienstverweigerung, dann musste man eine Gewissensprüfung ablehnen und beschwören, dass man nicht einmal in Notwehr unter keinen Umständen Menschen töten könne oder irgendwie eine Waffe in die Hand nehmen könne. Weil sonst die eigene Persönlichkeit zerbrechen könne oder irreparabler seelischer Schaden entstehen kann, also ein Trauma. Das steht im Gesetz so, das mussten diese Leute tun, sonst wären sie nicht anerkannt worden. Und heute haben sie nicht die geringsten Skrupel, diesen Krieg massiv zu verlängern mit inzwischen Hunderttausenden von Toten. Das ist Wahnsinn. Und wer war noch nicht dabei? Herr Buschmann, Herr Lauterbach, praktisch alle Männer im Kabinett, die alle hätten dienen müssen, sind ungedient. Das ist aber nicht ganz erklärt, warum. Sie haben auch teilweise keinen Zivildienst geleistet, jedenfalls nicht Wehrdienst. Ich sage Ihnen, das sind Wendehälse, Lügner, Heuchler, alle miteinander. Und das ist noch nicht mal alles. Wir hatten dann natürlich auch, und da kommt unglaublich viel Geld aus der EU, ehemalige Verteidigungsministerin und jetzige EU-Kommissionschefin von der Leyen. Sie hat 7 Kinder und sie wurde vor der Kamera mal befragt, wie viele ihrer Kinder waren denn bei der Bundeswehr. Dann hat sie so ein spöttisches Lächeln aufgesetzt. Ja, keines. Hehehe. Wirklich. 7 Kinder, Verteidigungsministerin und sie hält es noch nicht mal nötig, es zu erklären, dass ihre Jungs oder auch ihre Mädchen nicht so blöd waren, sich da zu verpflichten. Und Cem Özdemir, Landwirtschaftsminister, der hat sogar 3-mal geschafft, sich zu drücken. Einmal vor dem türkischen Wehrdienst, einmal vor dem deutschen Wehrdienst und dann noch vor dem deutschen Zivildienst. Der war also praktisch nirgendwo unterwegs. Ja. Das sind die Leute. Und natürlich muss man schon auch die oberste Militärriege noch angucken. Der oberste Militär ist seit wenigen Wochen Generalinspekteur Breuer, 4-Sterne-General, der einzige 4-Sterne-General der Bundeswehr. Der war eigentlich gar nicht so schnell auf dem Karriereweg unterwegs. Der war nur 1- und 2-Sterne-General. Dann bekam er den Corona-Krisenstab. Und dann hat er relativ schnell ganz viel falsch gemacht, ganz viel Lockdown mitgemacht. Aber okay, war natürlich auf politischen Befehl. Und er hat die Impfpflicht eingeführt bei Soldaten und die ist bis heute bestehend. Und das ist in meinen Augen ein Verbrechen. Das geht überhaupt nicht. Es ist völlig klar, dass in dieser Zielgruppe junge Soldaten, die keinerlei Risiko wegen Corona haben, heute schon gar nicht mehr bei diesen Varianten, die da draußen gerade rumschwirren, nicht das geringste Risiko haben. Und doch werden sie immer noch genötigt, sich impfen zu lassen. Immer noch. Das ist Wahnsinn. Herr Breuer ist schuld daran. Er hat es, obwohl er jetzt der oberste Chef wäre, immer noch nicht abmoderiert, das Thema. Er wird meiner Meinung nach sklavisch jede Vorgabe durchsetzen, die politisch kommt. Denn er war ja derjenige, der belohnt wurde für seine sklavische Treue in der Corona-Zeit. Und das wird er jetzt auch bei seinen anderen Aufgaben machen. Das sind die Leute, die selbst nie in den Krieg müssen. Ja, das sind übrigens auch die, die 1999 selbst ein bisschen Krieg geführt haben. Joschka Fischer, Grüner,
hat 1999 eine Sezession herbeigebombt. Nicht jetzt wie jetzt, wo das Gegenteil gemacht wird. Man wehrt sich gegen die Sezession des Donbass, für die es ein paar Gründe gibt, für die es damals im Kosovo vielleicht auch ein paar Gründe gab. Damals stand man völkerrechtlich und auch militärisch auf der genau anders, auf der entgegengesetzten Seite und auch auf der entgegengesetzten ideologischen Positionierung. Man hat die Sezession, die völkerrechtlich eigentlich nicht geht, herbeigebombt gegen die Serben. Und das Kosovo weggetrennt von Serbien. Heute macht man genau das Gegenteil, die Sezession des Donbass wird mit Bomben verhindert. Also man muss sich schon mal entscheiden, auf welcher völkerrechtlichen Seite man eigentlich stehen will. Und man hat damals den Präzedenzfall schaffen lassen, muss ich sagen, die Resolution der UN 1244, die genau das legitimiert hat, was im Kosovo passiert ist. Man kann durchaus auf dem Standpunkt stehen. Ich tue das jetzt hier nicht, weil das ein schwieriger Bereich ist, dass auch andere Länder, die bedrängt sind und der Donbass war bedrängt, auch gewisse Sezessionsrechte haben. Aber das führt jetzt heute hier zu weit. Ich sage Ihnen nur, von deutschem Boden müssen Verhandlungsvorschläge exportiert werden und keine Waffen in einen Krieg, der nicht der unsere ist. Die AfD ist die einzige Kraft, die das stoppen will. Und ich zeige Ihnen mal ganz aktuell, was wir hier haben, wo das hinläuft. Das kam wenig im Mainstream. Vor wenigen Tagen, NATO-Generalsekretär Stoltenberg sieht im Ukraine-Krieg eine Schlüsselrolle Deutschlands, eine Schlüsselführungsrolle. Wir dürfen auch noch Führungsmacht werden in diesem Krieg. Das sagt er, das sagt der NATO-Generalsekretär. Und der gleiche Stoltenberg sagt auch noch, alle NATO-Staaten haben einem Beitritt der Ukraine zur NATO zugestimmt. Wahnsinn. Ja, das ist alles irre. Herr Orban hat dann zum Glück widersprochen. Er ist auch NATO-Mitglied und hat gesagt, habe da nicht zugestimmt. Aber so sieht's aus. Jetzt kriege ich schon böse Blicke hier von der Seite. Ich hätte noch ein paar Punkte, die man vielleicht noch bringen könnte, die mich wieder wegführen von der Militärpolitik. Also mir ist wichtig, dass es eine schlimme Politik ist, die Regierung macht. Sie macht Politik gegen die FDGO, gegen die allheilige FDGO, freiheitlich-demokratische Grundordnung. Und das sage ich jetzt nicht ironisch. Die FDGO ist auch unser Maßstab. Die Freiheit, die Demokratie und die rechtliche Grundordnung, alle drei Pfeiler stellen wir in keiner Weise in Frage. Ganz im Gegenteil, wir sind diejenigen, die sie verteidigen wollen. Und jetzt könnte ich den ganzen Nachmittag füllen mit Beispielen, wo das eben anders lief. Bei Corona natürlich krass gegen die Bürgerrechte, gegen die Freiheitsrechte der Menschen. Die EZB, so bin ich ja eingestiegen, betreibt immer noch und mehr denn je Wirtschaftspolitik, was ja eigentlich verboten ist. Sie betreibt Staatsfinanzierung, was ja verboten ist. Das ist ein Anschlag, und zwar ein krasser, großer Anschlag, schon seit 10 Jahren anhaltend, auf die Wirtschaftsrechtsordnung. Und auch die ist Teil der GO in FDGO. Und dann, was hatten wir vor diese Woche, nur um aktuelle Beispiele zu bringen, da gibt es jede Woche neue. Baerbocks Außenamt akzeptiert gefälschte afghanische Pässe, um Visa auszustellen. Gefälscht, das sind Leute, die alle betrügen, sowohl die afghanischen Behörden als auch die deutschen. Sie werden hier reingeholt, obwohl das bekannt ist, dass sie gefälschte Pässe haben. Aber wenn das kein Anschlag auf die GO ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Und der kommt von oben, von der Regierung selbst. Oder die Linksextremisten der letzten Generation machen ja permanent Nötigung und die Polizei, die dagegen einschreiten soll, macht den Regierung in Berlin inzwischen auf Weisung des Berliner Innensenators, der übrigens auch bei Corona schon eine üble Rolle gespielt hat, mit. Die helfen der letzten Generation bei der Absperrung, weil wenn sie es nämlich einfach machen würden, dann könnten sich die Autofahrer die Leute von der Straße ziehen. Das ist zulässig. Das soll aber verhindert werden. Deshalb sperrt die Polizei schon vorher die Straßen ab für die letzte Generation, Klammer auf, die eine Straftat begehen wollen, Klammer zu, und sperren sie ab, um die zu schützen vor möglichen Handlungen der Bürger selbst gegen sowas. Und an der Stelle wird ein Staat halt übergriffig, er sichert nicht mehr ihre Sicherheit, er sichert gar nichts mehr an der Stelle. Das ist einfach, wir sind nicht die Revolutionäre, die Revolutionäre sind die, die uns regieren im Moment. Ja. Das sind die ganzen Lebenslügen, mit denen ich ja eingestiegen bin. Wir haben ja noch Zeit für Fragen nachher. Aber diese Illusiokratie, das ist eine Welt voller Illusionen und voller Fehldeutungen, Fehlleitungen. Wir sind die Radikalen, die anderen sind die Guten. Das hat wirklich inzwischen religiösen Charakter. Es gibt da wieder, wie im Mittelalter, wir wickeln die Aufklärung praktisch ab. Es gibt wieder Gläubige, das sind sie nicht, aber viele der anderen Mitbürger.
Es gibt die Ketzer, das sind wir. Es gibt die Hohepriester, das sind die, die Massenmedien, die das alles verteidigen. Es gibt die Sünder, das sind auch wieder wir. Es gibt Ablassbriefe, die CO2-Zertifikate. Es gibt sogar ein Paradies. Im Diesseits noch, aber das Diesseits ist 80 Jahre weg in der CO2-Modelltheorie. Das heißt, irgendwann, wenn Sie genügend Ablassbriefe kaufen und wenn Sie genügend Ihre Heizungen verschrottet haben, dann wird in 80 Jahren die Welt für Ihre Urenkel ein bisschen besser sein. Was absurd ist, komplett absurd, aber das ist das diesseitige Paradies. Eigentlich ist es schon fast jenseitig und dann sind wir wieder im Mittelalter. Es gibt erzwungene Askese, Sie dürfen bald nicht mehr essen, vor allem kein Fleisch mehr essen. Insofern machen Sie es heute nachher nochmal, denn das könnte dann gefährlich werden. Es gibt apokalyptische Ängste, die man uns überall einimpft und leider glauben sie viel zu viel. Und dann gibt es ganz viel vernebelnden Weihrauch, wie früher im Mittelalter. Okay, gibt es heute auch noch, aber früher war er wirklich so. Der macht ja wirklich drogensüchtig. Also der Weihrauch kann benebeln, nicht nur optisch, sondern auch wirklich im Hirn. Und das sind eben auch wieder die Massenmedien, die hier alles vernebeln. Das ist eine Zivilreligion, das Ganze. Wir sind dabei, die Aufklärung zurück abzuwickeln. Tja, und dann, damit schließe ich vielleicht dann, es gibt etwas Rettendes. Friedrich Hölderlin hat, schwäbischer Dichter, hat mal gesagt, wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Und das Rettende gibt es schon. Wir haben die Realität, die sich auf Dauer einfach nicht unterdrücken lässt. Das zeigt sich ja jetzt schon, leider reagieren die Menschen zu langsam. Es gibt, glaube ich, schon bei vielen Leuten die Liebe zur Freiheit, die irgendwann die Leute auch mal in den Protest treibt. Dann gibt es theoretisch, auch wenn es schwerfällt, manchmal den Humor, denn übergriffige Staaten hassen nichts mehr als Humor, der sie dann entlarvt. In der DDR, auch in anderen Systemen wurde Humor verboten, weil man damit die Leute lächerlich machen konnte und ihre Autorität berauben. Dann natürlich die Ergebnisse ideologischer Politik, für Deutschland leider schlecht. Und als letztes Rettendes, als Rettungsanker, gibt es uns die AfD. Wir müssen die parlamentarische Speerspitze sein für die Bürger. Und deshalb bin ich Ihnen dankbar, dass Sie, soweit Sie Mitglied sind, hier mitmachen, dass Sie sich zumindest anhören, wenn Sie kein Mitglied sind, dass Sie Mut zeigen. Ich weiß, dass es für jeden von uns inzwischen leider Mut bedarf und Mut dazugehört. Aber wir sind seit 10 Jahren tätig. Wir haben, glaube ich, Schlimmeres verhindert, auch wenn sich das blöd anhört. Und wir werden gebraucht, ganz sicher auch in den nächsten 10 Jahren. Deshalb vielen, vielen Dank für Ihr Engagement. Zum Wohl. Ja.